In diesem The Simple Short über die Wirbeltiere stellen wir euch die Fische und ihre wichtigsten Merkmale vor. Warum zählen Delfine zu den Säugetieren, Haie aber nicht? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr jetzt. Fische, auch Pisces genannt, sind eine Gruppe von Wirbeltieren, die seit etwa 480 Millionen Jahren im Wasser leben. Sie besitzen daher keine Lungen, sondern atmen über Kiemen, durch die ein Gasaustausch mit Wasser erfolgen kann. Allerdings gibt es die Unterklasse der Lungenfische, die zusätzlich zu den Kiemen auch noch eine einfach gebaute Lunge besitzen, mit der sie Luft atmen können. Klassische Beispiele für Fische sind Haie, Teufelsrochen, Thunfische oder auch Forellen. Das ist aber noch nicht alles. Insgesamt gibt es über 25.000 Arten, die in die zwei Gruppen Knorpel- und Knochenfische eingeteilt werden. Zusammen machen sie etwa 48% aller Wirbeltierarten aus. Ihre Haut ist mit Schuppen bedeckt und Schleim, der aus bestimmten Drüsen austritt, verringert zusätzlich die Reibung im Wasser. Einige wenige Ausnahmen, zum Beispiel die Mondfische, besitzen keine Schuppen, sondern lediglich eine ledrige Haut. Das sind sowieso ziemlich eigenwillige Gestalten. Knorpelfische besitzen kein Skelett aus Knochen, sondern aus Knorpel. Bei ihnen läuft die Befruchtung mithilfe der Klaspern ab. Das sind zwei umgewandelte Bauchflossen. Sie sind röhrenförmig zusammengerollt und werden bei der Kopulation in das weibliche Geschlechtsorgan einzeln eingeführt. Durch sie fließt dann das Sperma und es kommt zur Befruchtung. Etwas weniger als die Hälfte der Knorpelfische legt dann Eier, ist also ovipar. Auf dem Bild seht ihr eine Katzenhai-Eierkapsel. Der Rest ist lebendgebärend, also vivipar. Manche sind auch ovovivipar. Dabei werden zwei Eier gebildet, die reifen aber im Körper der Mutter, sodass das Schlüpfen etwa so abläuft wie die Geburt bei Lebendgebärenden. Hier hatten wir damit schon die Hauptunterschiede zwischen Haien und Delfinen. Haie sind Knorpelfische, haben Kiemen, keine Lunge, sind ovi- oder vivipar und säugen ihre Jungen nicht. Bei den Knochenfischen läuft die Fortpflanzung anders ab. Die meisten sind ovulipar. Das bedeutet, das Weibchen legt die unbefruchteten Eier irgendwo hin und das Männchen gibt seinen Samen ins Wasser ab, der die Eier dann befruchtet. Die Eier werden dann bei einigen Arten zusätzlich auch noch ausgebrütet. Fische sind wechselwarm, auch poikilotherm. Das bedeutet, ihre Körpertemperatur ist nicht konstant. Sie hängt in der Regel von der Umgebungstemperatur ab. Menschen sind dagegen gleichwarm, auch homoiotherm. Das heißt, wir regulieren unsere Körpertemperatur selbst und halten sie somit konstant. Fische haben sich perfekt an das Leben im Wasser angepasst. An Land oder in der Luft überleben sie nicht lange. Weitere typische Merkmale dieser Tiere sind die Flossen, mit denen sie sich im Wasser fortbewegen, und spezielle Seitenlinienorgane. Diese ermöglichen den Staudruck des Wassers und somit Tiere und Objekte in einiger Entfernung wahrzunehmen. Das ermöglicht unter anderem großen Fischschwärmen ein koordiniertes Gruppenschwimmen ohne Durcheinander. Der mit Abstand am besten entwickelte Sinn der Fische ist der Geruchssinn. Knochenfische besitzen außerdem eine Schwimmblase, mit der sie den Auftrieb regulieren können. Schauen wir uns mal den Stammbaum der Wirbeltiere an. Unsere Fische befinden sich hier. Irgendwann haben sich die Fische weiterentwickelt und sind an Land gegangen. Als nächstes kommen also die Tetrapoda, auch Landwirbeltiere genannt. Dazu gehören auch die Amphibien bzw. Lurche. Wie man diese Tiere von Fischen oder Reptilien unterscheiden kann, erfahrt ihr im nächsten Short-Video. Dafür die Playlist einfach weiterlaufen lassen. Falls dir das nicht spannend genug ist, klick auf dieses Video. Dort zeigen wir dir die seltsamsten Tiere der Welt. Ansonsten haut rein, Leute, bis dann und ciao.